Los geht's nochmal. Ja, willkommen an alle zu Lufia mit Lena und dem treuen Gast Glamdring. Wie? Glamdring. Ja, genau. Es hat mit Herr der Ringe zu tun. Ich gebe dir heute mal einen Tipp. Oh. Während du hier kämpfst, kannst du es. Oder du kannst es auch fliehen, wie du willst. Es hat mit Herr der Ringe zu tun. Nochmal, dein Name. Glamdring. Naja, kämpfe mal, du. Ich weiß gar nicht mal was. Ja. Wie gut, dass ich mich mit Herr der Ringe so gut auskenne. Oh. Ja, das kann man aber wissen. Das ist das Schwert von Gandalf. Echt? Ja. Du bist ein Schwert? Es hat einen Namen. Ja, ich bin das Schwert von Gandalf. Warum kämpfst du nicht mehr? Die Leute wollen sehen, wie du kämpfst. Nein, das wollen sie garantiert nicht. Das wollen sie nicht sehen, aber wir brauchen wahrscheinlich das Level dann. Weil hier haben wir wieder einen Endgegner. Na gut. Und hier kommst du nicht drüber. Warum nicht? Komm ich wohl rüber. Die Force, du kommst da nicht rüber. Doch, bin ich ganz toll. Wenn du einfach ganz fest dran glaubst. Dann schaffe ich alles. Mit der Kraft von Captain Planet, dann... Hi. Nein! Nee, ist doch gut so. Oh, ruf da. Der Skeletor. Mach doch mit dem... Du guck doch mal auf die orangene Leiste, da siehst du, du bist schon wieder voll. Schon wieder voll. Schon wieder voll wie ein Pistol, ja. Ey. Auf den Zombie genommen. Auf die ersten beiden. Der Skeletor, der kann auch eh nicht viel ab. Und sich ab, ist egal. Pom. Boah. Die halten aber auch viel aus. Ja. Sind ja auch Untote, ne? Richtig. Dann hätten sie eigentlich, sollten sie eigentlich nicht viel aushalten, weil dafür dann sind sie ja schön leicht Maden zu fressen. Ja. Und dann ist ja auch zum Beispiel der Kopf wird da wahrscheinlich nicht mehr so fest auf dem Torso sitzen. Dann. Ist ja echt unschön. Ja, hau einfach drauf. Ach. Ja, ich mach mal einfach so. Ja. Der Erste, der stirbt, der hat verloren. Halt. Ja. Fumi! Hat das wieder gerissen, der Alte? Ja. Nein! Oh Gott! Fumi ist tot. Konntest ihn nicht retten. Fumi, nein! Ach, das war schon mal der falsche Weg. Jo. Schön. Ja, haben wir schon was gelernt. Komm her, Libelle. Pupskäfer, nee, Ratzfatz. Hatten die nicht eigentlich mal Nagezähne? Das war Ratfratz. Aha. Ja. Ich hab mal Ratzfatz. Ich hab auch mal Ratzfatz gesagt, aber. Oh, ein Fratz. Oh Gott, süßer zwei! Der ruft jetzt bestimmt so lange ein, bis er. Das ist eine Endloskette und du kriegst ja dann 10.000 Erfahrungspunkte. Richtig. Ah, nee, er beendet das hier schon. Der gute Hude. Der Hude, der gute. Noch ein Treppe. Da ist bestimmt was. Bestimmt ist da was. Das ist bestimmt irgendwie Heimgang, wenn da oben schon so eine Kiste ist. Ah, guck mal, habe ich ganz alleine gefunden. Ja, Donnerring. Genau. Donnerwetter. Donnerring. Haben wir nicht eine Federrüstung? Haben wir wahrscheinlich schon verfüttert. Meinst du? Ich dachte, wir hätten im letzten Mal noch eine gehabt. Ja, ich guck gleich mal. Na, ist egal. Schon mal weiter, was haben die anderen noch so? Weiter. Gib sie, ja. Zack. Jo. Schau doch mal bitte rein. Seltsam, okay, anscheinend nicht. Aber gehen wir weiter hoch, bitte? Oder weiter runter? Nee, egal, jetzt... Ach, kann ich irgendwas mit Federn? Dann haben wir es echt schon verfüttert, weil ich dachte, wir hätten eine gehabt. Ja, blöd. Ja, was soll's. Also halt, passiert. Tuck, tuck, tuck. Hi! Ratzfatz! Ja. Beim nächsten Mal kannst du ja Seela noch eine Zornesattacke machen. Ja, natürlich. Solltest du.
Guck mal, wie die dich fertig machen. Ja, ne, halte ich gar nicht mehr aus. Na gut, das brauchst du auch Warum nicht mehr. Nicht? Ist ja nur. Ist ja nur einer. Beim nächsten Kampf machst du es dann aber gleich. Nee. Versprich mir das. Du musst mir das versprechen, sonst bin ich ganz böse mit dir. Und was. Ach man, jetzt wollte ich gerade fragen, was für mich, aber. Hast du schon gesagt. Na gut, ich verspreche es und so. Gut. Aber erst musst du jetzt noch dem Bernd ein Gegengift geben. Na, das wusstest du schon. Das ist ein Zitronensaft, der ist nicht so gut bei Vergiftung. Na, wollte ich auch nicht, ich wollte nur gucken. Weiter hoch. Ja, Gegengift. Ach, da ist er schon, Schalter, sehe ich doch jetzt schon. Aha, gut, ich wollte nichts sagen. Ich wollte jetzt nur mal, da kam ich ja, ne? Ja, runter. Ja, runter, genau. Du bist von der Treppe gekommen. Ich wollte die Säule. Gegen die Säule zu laufen. Ich wollte die schieben, aber ich dachte, dann geht dann doch nicht. Ah. Eine lilane Fliege. Ein Klatscher. Gefährlich, der Klatscher. Ey, das ist von Harry Potter. Nein, Harry Potter hat das von hier geklaut. Das ist einer alleine. Hau drauf. Ich wollte. Ja, siehst du? Wusste ich nämlich. Oh. Okay. Ja, das schaffst du schon. Mit einem kleinen bisschen Glück. Hau doch aber einfach ja, drauf. Es ist doch du nur wolltest ein... das nur so. Dann kriegst du das auch so. Ja, außerdem war es Seeland und nicht Berg. Sorry. Jetzt halte ich mal nicht mit Kleinigkeiten auf hier. Oh, das ist ja eine Kleinigkeit, ob nun Seeland oder Bernd. Ja. Also, so heilen oder nicht heilen, das ist jetzt hier die Frage. Ich heile sie. Ja, ich möchte das. Ist MP verbraucht. Wurscht. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Erst müssen wir wahrscheinlich oben den Schalter dann von der anderen Seite machen. Ja, ist ein bisschen Laufarbeit, musst du durch. Ja, ich würde aber. Kleinen Schalter. Es gibt eine Möglichkeit, ja, ich sehe schon. Genau. Weiter. Naja. Ja. So schlau bin ich auch, ja. Ich habe das nie bezweifelt. Richtig. Habe ich nie. Glaubst mir wohl nee. Nicht. Du bist ein Frech. Ja, ich weiß. Och, nö. Vier. Dann geh einfach. Geh einfach. Ja. Ah, er will noch zeigen, was er kann. Ganz toll, Gute. Oh, die dürfen vor uns. Oh nein. Achso, war noch ein Racheakt. Ja, dann geh weiter. Scheiß aus Fliege hier. Ach, ein Wookie. Was, ein Wookie? Ein Grüner. Ist ein Gespenst. Noch nie. Ich weiß, dass die feuerempfindlich sind. Das habe ich mir noch, ist mir noch geblieben. Sabablob. Sabablob. Okay. Genau, und die greift einfach den ersten noch an, dann müsste das schon passen. Ja, ich sehe, wie das passt. Ja, ne, fast. Gleich was. Ja. Fuck. Ja, dann mach mit ihm lieber weiß nicht. Hm. Ich kann da nichts so wirklich ausrichten. Kälteschock bringt uns auch nichts. Die sind da nicht empfindlich gegen. Muss er halt draufschlagen, bringt nichts anderes. Und sie kann ja Glutball auf alle machen oder so. Sie kann auch Glutball auf alle machen. Sie kann Zunker auf alle machen. Wir können ja Magie ein bisschen sparen. Buja. Oh. Ja. Na. Sehr schön. Die haben mir nicht gefallen. Absolut, hey. Deshalb war die Tür offen das und die andere ist. Das wusste ich doch, hallo. Das will ich nicht sagen. Ich gucke hier immer schön hinterher.
Das ist richtig, ist richtig. Ah, das ist ein lustiges Rätsel, das kannst du machen. Ich möchte nicht. Die Treppe in eine Falle gelockt, so geschockt, dass die Bewegung innehält und den Ausgang offen hält. Die Treppe. Ja, du brauchst es nicht immer vorlesen. Innehält und den Ausgang offen hält. Verstehe ich nicht. Oh. Ich krieg's noch hin, warte. Weißt du aber, was du machen musst? Ja, das irgendwo in eine Ecke reinkriegen. Glaube ich. Gibt nur eine Stelle, wo du es machen kannst. Richtig. Die bewegt sich immer von derselben Richtung. Immer, je nachdem, von wo du kommst, bewegt sie sich in eine bestimmte Richtung weg. Das heißt, du kannst das steuern. Ach so, ja, ich sehe es gerade. Haha. So, also wenn du von rechts kommst, geht's runter. Am besten machst du nochmal Ursprung. Oh. Ja. Ja. Geh mal von rechts drauf, bitte. Das ist links. Das ist nicht links. Ja. Geh mal von links drauf. Bist du doof? Nein. Geh mal von, ja, hinauf auf den Namen. Und jetzt wurde zurück und die dann halt immer bis weiter runter. Das hätte ich auch so, ne? Das letzte ist aber, weiß ich nicht, weil ich glaube, im letzten rutscht dann wieder raus, aber mach einfach mal. Ah. Oder so. Haha, gut. Ah. Ist das ein Sandmann? Sandgolem. Mhm. Ja, Tia kann wieder dann auf die beiden anderen Tia das machen. Tia macht Glutball und Dingens macht Tropfen. Das kannst du machen. Ach, hat die gar nicht. Das klingt gut. Dann mach einfach draufschlagen. Kaboom. Boom. Ja. Oh, ja, das war mal eine Aussage, ne? Das war Strategie, ey. Drauf kommt. Ich habe jetzt auch keine Lust, meine Magie zu verschwenden hier. Oh Gott, Tia, ey. Oh Gott, Bernd. Aber Seeland wird's richten. Ja. Oder er. Darf man nicht unterschätzen. Oh nein, ein Rätsel! Ja. Du machst jetzt nicht den Enterhaken. Jedenfalls nicht auf die Säule, bitte. Nein, dann falle ich runter. Richtig. Na, fast wärmer. Da ruhig, ich muss überlegen. Ja, mach das. Dabei ist eigentlich jetzt nicht so kompliziert. Ich denke wahrscheinlich wieder zu. Das könnte sein, dass du zu kompliziert denkst. Pass auf, du kannst dich an die Säule klammern und da würdest du runterfallen, also. Ah. Toll, ne? Jetzt kannst du rüber. Und das war's schon. Schwert. Ein Schwert. Ernsthaft. Doch, ein Schwert. Hallo? Da ist es abgehauen. Zeig mal, hier würdest du Zornesattacken machen, die sind glaube ich nicht schlecht. Kälte schon. Ja, versuch das mal. Nervendurch. Was kann sie? Ich meine jetzt unten bei ihren Sachen da. Atlantis. Ja, kann sie noch nicht. Dann. Man muss halt zaubern. Ich möchte Schock mal probieren. Das? Nicht auf so viele. Schock ist kein besonders starker Zauber. Mach dann höchstens auf einen. Und sie hat doch auch fast Ups. Voll. Ja, schon. Oh Gott, ja, das war sehr effektiv, ne? Ja, dann war das schon mal gut. Oh Gott, ne? Ich glaube, die konnten nämlich irgendeine Attacke, wo sie sich paralysieren oder sowas. Deshalb ist es nicht so schön, gegen die zu kämpfen immer. Also. So, die sind eisempfindlich, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, sie ist. Sie hat aber keinen Eiszauber. Ach, Bernd hat den, glaube ich. Meinst du? Ich glaube, der hatte Sturm oder sowas. Ich weiß zwar nicht, ob das ein Eiszauber ist, aber mach einfach mal. Einfach nur auf einen, bitte. Natürlich. Sie hat, glaube ich, auch eine Eispeitsche. Nee. Sie macht. Ja, sie hat die Aquapeitsche, hau einfach drauf und. Sie kann. Nee, unten. Eisbombe. Ja, die kann auf den letzten machen. Ja, ne?
Oh, okay. Hätten wir vielleicht auf den dritten gemacht. Ich wusste nicht, dass du den letzten angegriffen hast. Ups. Naja, macht nichts. Wir werden es auch so schön schaukeln. Geht noch. So. Naja, jetzt hau einfach drauf da. Kann Tier noch ihre Ego-Kraft? Da können sie ja damit direkt anfangen. Und die anderen machen den Rest. Das war nicht Tier. Ah, nee, die... Ach so, das war Selan. Sie. Na gut, ja, da kommt sie ja nicht mehr dazu dann. Oder er macht einfach stark auf Bernd und Selan. Und sie kann einfach draufhauen. Der hat doch nicht mehr viel. Die werden das jetzt schon schaffen, die beiden. Oh ja. Ne? Ja. Hätte er, glaube ich, keine Zornesattacke machen müssen. Also wenn wir es... Oh, so, jetzt müssen wir es fürs nächste Mal. Das wird nicht das letzte Mal sein. Oh Mann, oh. Geh mal hoch. Oh nein, ich mag nicht mehr. Ah, da unten geht's noch weiter. Unten ja, rechts. Aber hoch. Da kommst du ja nicht rüber. Ganz offensichtlich kommst du da nicht rüber. Da kannst du das wollen oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich sage, ich möchte, möchte ich auch. Hä? Damit kannst du die Platten steuern. Ach so. Muss jetzt aussuchen, wo du als erstes hin willst. Pui. Offenbar willst du da als erstes hin. Gut, das ist einfach. Ah! Das sieht aus wie Tangela. Oder wie heißt das Vieh? Ja, wie ein Tangela schon, aber das hat Fell nicht an die Wand geschrieben, da kriegst du es nicht mehr weg. Ja, wolltest du aber. Das hab ich schon in deinem Auge blitzen sehen. Vielleicht hier so. So, was ist anders an deinem. Ja, das ist schon. Das ist. Muss mal ein bisschen arbeiten, genau. Stark. Bernd, ja, okay. Dann halt so. Ja, stark, aber nicht besonders clever. Also der Bernd. Das hättest du jetzt nicht noch extra sagen brauchen, aber danke. Bitte. Steh zu Diensten. Yay, ein Drachenei. Dragon Ball. Da kommst du noch nicht rüber. Kommst du von unten, glaube ich, dann hin. Okay, komme ich nicht rüber. Da musst du wahrscheinlich dann die untere Tür nehmen bei dem Schieberaum. Das bringt mir jetzt mal so gern. Ja, da musst du schon aufpassen. Wie könntest du zu unserer Tür kommen? Da ist eine Platte mit dem einen Pfeil nach unten. Ich wollte aber da... Ich mag meinen Haken. Na, der Haken ist tot. Da ist aber irgendwas. Ja, und? Hallo. Ach, das ist Shaggy. Ja, ich weiß schon, wie ich es nenne. Shaggy. Shaggy. Genau. Wer weißt du das? Yay. Guck mal, wir schaffen sogar noch so. Nein. Doch nicht. Er ist kein Freibalken mehr. Stimmt halt. Gieß mal, ich glaube, der ist, den könnte man zum Beispiel jetzt auch verwenden. Was? Den als Kapselmonster. Ja. Weil das ist jetzt die Frage, Hude und der andere sind zwar Angreifer und ich glaube aber Shaggy, also Shizu jetzt in dem Fall, weiter musst du machen. Nein. Ich Name. Start. So, weiter. Und dann kannst du nach rechts drücken, dann kommen ja da die anderen. Gar nicht mal. Drück einfach mal, nee, nach unten und dann nach rechts wahrscheinlich. Genau, und der hat nämlich Heilzauber. Der ist zwar ein echt beschissener Angreifer, aber er kann gut heilen. Den kannst du ja mit dem, den können wir bestimmt füttern. Der ist ja noch nicht so anspruchsvoll auf Level 1. Nee, das noch nicht. Das noch nicht. Weiter runter, die Rüstungssachen. Jo, Lichtmesser und sowas alles. Das kann jetzt alles weg. Ja, von oben bis unten. Das wird ihm schon schmecken. Wie gesagt, der ist ja noch auf erster Stufe. Das ist noch alles. Alles. Brauchen wir denn nicht mehr den Krempel? Ah, das war eine Federweste. Wir hatten keine Federrüstung. Eis. Mist. Kann man ja nicht wissen.
super lecker. Mhm. Weit runter kam da noch was? Okay. Der auch noch? Weiß nicht, heb's ihm auf. Ich glaube, das ist halt immer speziell für spezielle Kapselmonster. Ja. Warte mal. Tja, schon nicht schlecht. Richtig. So. Dann mal wieder zurück. Ja, es tut uns jetzt leid für Rude und auch für Yuki, dass sie jetzt nicht mehr so viel Action haben, aber wir können halt immer nur einen nehmen. Ich kann nur einen geben. Ja. Ja? Von wo war das? Momentan. Das ist Highlander. Hier muss ich jetzt den Ursprungszauber nehmen. So, und jetzt musst du zur Tür oben links. Und das ist nicht so einfach, weil du hast keine Rechtspfeile auf den anderen Platten. Richtig. Dann muss ich die untere Platte nämlich nehmen. Warte, ja genau, Warte. Überleg mal. Oder mach du erst mal selbst. Ich überlege einfach nur mit. Welche Platte du auch nimmst, nicht die rechte. Also noch nicht, weil du kommst da nicht zurück. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist auch nicht so schlau. Das ist schon okay. Hm. Die. Da ist nicht drauf treten. Ja. Unten. Willst du selbst lösen oder? Warte, ich mach was. Ich überleg kurz. Dann mach du mal. Ich tut mir leid, ich habe immer so einen Drang zum Vorsagen. Ist wie in der Schule. Vorsager. Ja. Versager. Warte, ich. Also, Wen hast du jetzt geküsst? Ich hab die Tatur geschnalzt. Aha. So nennt man das. Ist Bernd wieder bei dir? Ja! Jetzt kannst du es schon bleiben lassen. Aber wenn ich... Nein, du kommst nicht mehr zurück. Mann, oh. Ja, was anderes. Es gibt nicht vieles, was du noch hast, du. So, aber nur einen, genau. Ach so, ich dachte, der geht dann da ganz durch. Nee, nee, okay. Kann ich jetzt. Jetzt. Nein, jetzt kannst du, glaube ich, schon wieder anfangen. Ey. Das mache ich nur, um dich zu ärgern, das weißt du ja. Ja, aber momentan hältst du noch in Grenzen, mein Ärger. Ach so. Mhm. Und den Rest kriegst du jetzt hin. Das war jetzt nicht geplant. Ist egal, du kannst auch durch die Mitte einfach durchfahren, genau. Ja. Und da haben wir es doch schon. Och ne. Oh je, oh je, oh je. Explosionen laut und grell machen alle Platten hell. Hm. Das ist ein schönes Knobelrätsel. Du musst mit Bomben alle Platten hell machen. Juhu. Das Problem ist halt, dass du. Ist halt, wie die Bombe funktioniert. Also wirst du ja gleich sehen, Dix, einfach mal. Du musst dich schon bewegen. Ja, ich überlege gerade. Achso. Fast. Fuck. Och, ne. War jetzt nicht so schlau. Kann die auch noch hier legen. Na, ja, Knobelrätsel eben. So lange, bis es klappt, ne? Ja. Wie geht das? Na, mach. Oh
Oh, okay, nee, Mist, das ist doch nicht. Oh, Mann, oh. Och, das nützt doch alles nicht. Ja, hübsch, aber sinnlos. Lass mich. Oh Mann. Ich muss ja alle hell machen. Ja. Also das Gegenteil versucht die ganze Zeit. Ja. Ach, deshalb hat es nicht geklappt. Das daran liegt. Du probierst nur rum, oder? Nein, ich habe einen Plan. Man sieht doch, dass ich einen Plan habe. Total. Das ist so professionell, wie du das hier machst. Oh Mann, ich weiß nicht. Mit meinem Glück. Nee, ich könnte das wahrscheinlich auch nicht besser, weil ich bin auch nicht besonders gut in sowas, ja. Ey, da passiert nichts. Jetzt lege ich hier einfach einer, das wird sowas von gar nichts bringen, jawohl. Mach's bitte mal deinen Ursprung und dann überlegen wir einfach mal in Ruhe. Nein. Dritte Reihe, Bombe ganz rechts unten. Allerdings nicht. Ah ja, und jetzt brauchst du nur noch in der Mitte legen. Ja, genau. Okay. So, da sind wir wieder. Haben es endlich gelöst, nach viel Probieren. Das ist ein scheiß Rätsel, ehrlich. Ich muss Komm, reagier dich ab. Aggression. Warum bist du denn auch so? Geh doch an der Seite an ihn ran. Nein. Schütze oder Gute? Ja, wird schon richten. So, dann leg mal los. Ja, sie hat ja wieder voll den Zorn und so. Nur so nebenbei. Ja, genau. Mach doch einen Glutball, die einfachen Zauber bringen nicht mehr viel. Verdammt, ich mach auf alle drei. Ja, genau, dann hau mit ihm auf einen drauf noch. Hey, Schützo. Der erste Heilzauber ist natürlich noch ein bisschen schwach, aber sobald er auf Level 2 ist, kriegt er nochmal die doppelte Heilkraft. Er ist gestorben. Naja, natürlich, der ist ja auch noch ziemlich schwach, das ist ja sein erster Kampf. Das wird schon noch. Ich behalte jetzt einfach drauf. Ja. Da bringt es jetzt natürlich auf die Zeit gucken nicht mehr viel, wa? Nee. Also meinst du, wie lange haben wir jetzt gebraucht für das Rätsel? 37 Minuten. Eigentlich 39. Ich hab gefragt, für das Rätsel habe ich gefragt. Achso. Keine Ahnung. Mach mal Seelan Ego-Kraft bitte. Und der Rest haut drauf, genau. 10 Minuten können schon sein, Mann. Ja. Dann ziehen wir die einfach ab. Gut. Weil das kürzt man auf jeden Fall zusammen, das sagt er eh nicht. Ist ja nicht besonders spannend gewesen. Allerdings nicht. So, ja, das hat jetzt schon die Stimmung ein bisschen gedrückt. Auch wenn zwischendurch natürlich ein Stimmungsaufheiterer in den Raum kam. Was Lena ja leider nicht aufgenommen hat, als ihre Mama reinkam und meinte, sie soll nicht mit fremden Leuten und so. Mit Opfern. Der genaue Wortlaut. Aber das macht sie ja nicht, deshalb. Schreib nicht mit Opfern, was? Nee. Ja, auf die andere. Richtig. Durchblick. Speicher mal bitte. So, leg los. Och nee. Wir sind ja schon da. Ja, das war's schon. Ach ja. Ist auch mal nett. Ja. Und ja, das ist sehr langsam zusammenbrechend. Ja.
Hey, Idura. Hahaha, ihr könnt nun für immer Abschied nehmen. Wie bitte? Ich habe eure Fluchtzauber blockiert. Ihr könnt mir nicht entkommen. Er hat an alles gedacht. Also, das ist clever. Eine Mumie. Ach, nee. Ganz stark feuerempfindlich. Ja, das bringt Bernd ja jetzt mal nichts. Nö, dem bringt nichts. So ist richtig. Ja. Oh, schnelle Mumien, dass sie zuerst angreifen. Ja, dafür das... Wow. Tja, fast tot ist. Mhm. Egal, kriegen sie jetzt voll den Glutball in die Fritze. Ja. Ach, jetzt vielleicht... Naja, ist egal. Zorn ist gut. Nee, ich dann vielleicht mit die Mädels erstmal fokussieren auf zwei und die dann nacheinander platt machen. Weil jetzt haben die eh nichts mehr viel. Jetzt kannst du eigentlich mit allen dreien angreifen. Beziehungsweise Tier vielleicht kann sie noch stark machen auf sich selbst. Aber die anderen beiden auf jeden Fall angreifen. Die haben ja nicht mehr viel. Genau. Ein Tier, oh mein Gott. Ah, Tia, nicht, dass wir dich wiederbeleben müssen. Hat sie sich nochmal gerettet. Glück gehabt, meine Liebe. Mhm. Ist nicht sehr gesund für dieses Team. Nee. So. So, und jetzt einfach drauf da. Nein, alle haben es auf Tia abgesehen. Sogar der Bernd. Everybody hates Tia. Nein. Ja, lame, ne? Ihr könnt also kämpfen, wie wär's dann mit diesen Monstern? Nee. Hör auf damit. Kannst du mal gucken, was er für Zornesattacken hat? Der Bernd. Der Bernd. Hm. Kälteschock. Das geht gar nicht. Du kannst mal... Mach mal stärker. Das kannst du mal auf alle drei machen. Das ist ein ziemlich starker Heilzauber, weil wenn die jetzt richtig ausholen, kann es gut sein, dass wir uns dann gleich heilen müssen. Was hat sie an Zornesattacken? Nee, jetzt, die Trolle sind auch feuerempfindlich. Dann macht den Blutball. Okay. Blutball auf 2 und sie dann macht auch nochmal Blutball auf 2. Am besten sie macht dann auf 2 und 3. Genau, dass vielleicht der in der Mitte dann weg ist. Nein, sehr lang. Warum dürfen wir immer zuerst angreifen? Weil die schneller sind als du. Kacke. Ein Glück haben wir jetzt aber, weißt du, jetzt ein Heilzauber gleich im Start. So ist das hier. Habe ich ja vorausgeplant hier. Sehr schön. Also wir haben es vorausgeplant. Klar. Ja, unser gemeinsames Abenteuer. Auf der Klappinsel. Was? Ja, genau. Die Klappauto-Insel? Wo kam die vor? Och, keine Ahnung. Captain Blaubeer, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Au, oh, wie konnte ich das nur... Einfach draufhauen, die sind doch schon geschwächt. WLAN. Oh, sie ist paralysiert. Nein! Wieso? Tot. Ja! Was? Nein, er haut einfach drauf. Achso, der hat ja keinen Bra. Richtig, ist ja, fühlt sich wieder. Sie kann aber mal stark auf Seelan machen, genau. Und Seelan holt einfach drauf. Nein, nicht auf den Troll. Ach, Mädel. Ich mach doch nichts. Bist immer so aufgeregt. Blub. Ah ja, da ist sie wieder stark, die Seelan. Ja. Was? Ja, ist ja nicht so der Angreifer, aber ist immer blöd, dass er nie begreift, dass seine Rolle in dieser Gruppe nicht das Angreifen ist, aber du kannst ja nicht sagen, was er machen soll. Oh Mann. Amüsant! Ihr könnt aber nicht gewinnen. Ich bin unschlagbar. Was machen wir, Bernd? Die Schlacht scheint nicht enden zu wollen. Waren doch erst zwei. Verflixt. Ja. Was ist hier so lustig? Ach, nee, der Held. Schön. Wer oder was bist du? Hast du dir diesen kindischen Trick ausgedacht? Genug jetzt. Ich will mir eure Beleidigung nicht mehr anhören müssen. Nehmt das! Nicht schon wieder diese ätzenden Typen. Bam. Ja, sieh. Warum kommst du nicht selbst her und kämpfst mit uns? Bist du solch eine Memme? Euch jetzt schon zu erledigen, wäre viel zu langweilig. Joink.
Trank und weg. Ach, Pussy. Hey Bernd, du bist schon hier? Du musst vorhin an mir vorbeigelaufen sein. Anscheinend. Jo. Das war doch jetzt noch kein richtiger Kampf, oder? Ich bin noch topfit. Alles in Ordnung? Mir geht es wunderbar, danke. Aber es ist meine Schuld, dass ihr so viel Ärger hattet. Du hast für dein Land und dein Volk getan. Du hast es dafür getan. Das hätte sich nicht jeder getraut. Aber ich konnte nichts tun. Du musst noch ein wenig üben, dann wirst du ein guter Schwertkämpfer. Bestimmt. Deka, willst du mir die Schwertkunst beibringen? Selbstverständlich. Oh, wunderbar! Das erfüllt mich mit großer Freude. Sollen wir zurück ins Schloss? Ja, gehen wir. Ja, ne? Bernd, ich bringe den Prinzen zurück ins Schloss. Wir hätten Idura niemals laufen lassen dürfen. Er wird wiederkommen. Ja, ich werde mich später schon um kümmern. Wir sollten uns im Schloss. Wir sollten im Schloss weiter reden. Sicher. Ja. Vielleicht ist er nicht so dumm, wie wir gedacht haben. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bernd? Was ist geschehen? Weißt du noch, wie man die Tür im nächsten Raum öffnet? Schieb den Pfahl nach oben auf den Schalter. Ey, der könnte ja ich sein. Ach ja, vielen Dank. Ey, wie hat der das Plattenrätsel gelöst? Wie kann man sowas nur vergessen? Er ist halt ein wenig vergesslich, was soll's. Er kümmert sich aber gut um Prinz Rocco. Stimmt, deshalb vertraut ihm der Prinz auch so sehr. Das ist beeindruckend. Auch du bist eine beeindruckende Person, Selan. Vielen Dank, Bernd. Wie sagt er denn jetzt? Ja, ich glaube, das sollte... Keine Ahnung. Lass mal das bitte schön weg und... Ja. Seltsam. Ja, okay. Vielleicht gibt's hier noch was. Vielleicht. Aber wohl eher nicht. Nein. Ich würde sagen, fluppt. Ja, ich wollte nur mal schauen. Ach. Oh. Ja. Schwachsinn. Spreng dich hinaus. Wie immer, ne? Und dann sind wir wieder hier. Ich gehe noch kurz in die nächste Stadt und dann... Ja, genau, mach noch Schloss und dann... Aha. Verpisst euch. Mir fällt auf, dass du immer flüchten kannst. Also ich hatte da nicht immer so viel Glück. Tja, weil ich cool bin. Weil du Glück hast. Oh, Bernd, ich habe schon auf dich gewartet. Was ist denn hier los? Gades war hier, während du im Labyrinth warst. Wie bitte? Gades sprach nur mit dem König, dieser wartet dich jetzt. Nun, da werde ich mich gleich auf den Weg machen. Aus dem Weg. Oh Mann. Mit dem Zielen ist nicht so deine Sache. Nein. Hallo. Bernd, schön, dass du da bist. Mein König, darf ich fragen, mit was du mit Gades besprochen hast? Sicher, es war eigentlich kein Gespräch, eher eine eindeutige Warnung. Was hat Gades gesagt? Eine Zeit voller Angst und Schrecken beginnt. Er wird die Hobo-Insel im Meer versenken. Die Hobo-Insel. Die Hobo-Insel, hast du was dagegen? Nein. Als Anfang. Was? Die Hobo-Insel versenken? Auf der Insel liegt doch Pandoria. Er sagte, er wolle auch dem Königreich Rosalka dem Erdboden gleich machen. Oh nein, doch was verlangt er von dir, König? Nichts, rein gar nichts. Das verstehe ich nicht. Er wollte nichts, das ist keine Erpressung, es ist eine Warnung. Ach so. Er zerstört einfach nur so, ohne Grund? Wer tut's nicht? Das ist die ganze Story, Bernd. Du begleitest mich doch, oder? Schon, aber... Aber was? Aber ohne Tia und Selan. Wie jetzt? Höre ich richtig? Pandoria ist in Gefahr. Ich kämpfe an deiner Seite. Danke, doch meine Antwort ist nein. Diesmal nicht. Aber du weißt doch, wie gut ich im Kampf bin. Versteh doch, Selan. Der Kampf wird kein Kinderspiel und Bernd weiß das. Oh, jetzt kommt... Jetzt hörst du mir mal zu. Kampfgefahr? Na prima, wir kämpfen noch für ein gemeinsames Ziel. Tut mir leid, es geht nicht. Außerdem gibt es andere Dinge für dich zu tun. Zum Beispiel?
Geh zurück nach Pandoria und erzähle allen, was sich zugetan hat. Bring sie in Sicherheit. Nein. Bitte, nur dir werden die Leute glauben. Okay. Aber es ist das erste und letzte Mal, dass ich klein beigebe. Du verstehst das doch auch, Tia. Überhaupt nicht. Ich werde mit dir gehen, egal wie groß die Gefahr sein mag. Tia. Nun gut. Ich war etwas stur, doch versprich mir, dass du lebendig zurückkehrst. Ich warte. Versprochen. Also nein. Selan, bitte pass gut auf Tia auf. Na klar. Dann sind wir uns ja einig. Ich wollte dir meine Schwertkünste zeigen, doch das Schicksal ruft. Du erzählst allen, wie stark du bist, doch jetzt rennst du einfach davon. Wenn du so stark bist, wie du erzählst, dann wird der Sieg dein sein. Das Duell kann warten. Okay, ich werde dich nicht enttäuschen. Was? Huch, ziemlich düster. Geil! Yay! Hi Bernd, schön dich wiederzusehen. Zeit, dass ich wieder dabei bin. Mit deiner Schwester ist alles in Ordnung? Ja, sie liegt zwar noch im Bett, doch es geht ihr viel besser. Sie hat wieder einen Mordsappetit. Es wird Zeit, mal wieder ein paar Gegner das Fürchten zu lernen. Lehren. Ja. Allerdings, hat dich die Abenteuerlust zurückgetrieben? Nicht ganz, ein Brief des Königs, er brauchte meine Hilfe, ich kam so schnell ich konnte. Ich wusste nichts von einem Brief. Bernd, wer ist das? Das ist geil, wir kämpfen Seite an Seite. Er musste zurückkehren, da seine Schwester krank war. Ich verstehe. Ja. Ohne Fein. Grund. Mein Name ist Deka. Schön, jemanden zu treffen, der mit dem Schwert umgehen kann. Ich bin Guy. Das war ziemlich knapp. Wir hätten leicht ein paar Schrammen abkommen können. Nur keine Panik. Herzlich willkommen bei uns, Guy. Ist nicht eigentlich umgekehrt? Es ist toll, dass ich wieder mitmischen kann. Gades hält sich im Turm im Osten auf. Ohne eure Hilfe ist er nicht zu bezwingen. Ich wusste schon immer, dass es einmal zum Kampf mit Gades kommen würde. Ich bin bestens gerüstet. Guy, Deka, jetzt geht's los. Oh. Hast du überhaupt nicht mehr so viel zu lesen? Ist voll doof. Also Bernd, dann mal ran an den Feind. Aber Selan. So sei es. Wir werden Gades das Fürchten lehren. Auf geht's. Richtig so, gemeinsam werden wir es schaffen. Genau das will ich hören. Genug geredet, wir lassen jetzt Taten sprechen. Tapfere Krieger, wie aufregend. Mein Herz erzittert. Selan, ich habe Bernd noch nicht aufgegeben. Wie? Wir sollten uns auf den Weg nach Pandoria machen. Ja, du hast recht. Also, auf nach Pandoria. Bitte, Bernd. Sei sehr, sehr vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ich fall nicht einfach durch Löcher, die irgendwo in Höhlen sind. Sei du es auch, Tina. Versprochen. Sehr lang ist angepisst. Auf jetzt. Tja, jetzt hast du nur noch Bernd, der zaubern kann. Och, Mann, oh. Guck mal, ob gleich bei Dekas Ausrüstung, was er so dabei hat. Eine Axt. Hä? Naja, wir haben nichts mehr, wir haben alles verfüttert. Oh, das ist natürlich doof jetzt. Aber ach, wir können ja später eigentlich. Wir finden ja im nächsten Turm, genau. Also entweder gehst gleich runter in den Shop, können wir gleich noch machen. Und im nächsten Turm findet man bestimmt auch noch Ausrüstung. Ja. Ja. Gehen wir erstmal runter. Ach. Schwachsinn. Ja. Hallo, worum läuft der? Hallöchen! Ach, super. Das ist schon okay. Das sieht doch mal gut aus. Ja, nimm den Sturzhelm. Und noch den Steinpanzer. Yeah. Und das, was er abgelegt hat, verfüttern wir gleich. Gut. Wir müssen unbedingt das Viech auf die zweite Stufe bringen. Ach, Quatsch, so. Den hier? Mhm. Ja.
super. Okay, hat nichts gebracht. Naja, macht nichts. So, ich würde sagen, das war's für heute, oder? Richtig. Das ist ein guter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Da, wo sie schön aufgereiht dastehen. Ja, ist das nicht schön? Ist ein hübsches Bild. Ja, die Blondine in der Mitte. So, wir sind jetzt mal wieder im Königreich Husalka, dem Heim tapferer Krieger, ja, welche in der Wüste leben. Und als nächstes gehen wir zu Gales und treten ihn in seinen verlängerten Rücken. Das hast du schön gesagt. Ich weiß, ich bin ein Lyriker. Ach so. Ja, dann. Ja. Dann sag ich mal jetzt so tschüss. Ich sag auch mal tschüss. Bye. Wenn ich meine Maus wieder finde. Hatte. Hab's gleich. Ach, da. Tschüss.